So, und damit herzlich willkommen zurück. Wir stehen bei der Caldera Bergwerksgesellschaft und hier vorne steht auch schon jemand. Ich weiß noch nicht, ob der uns gut gesinnt ist. Er greift uns auf jeden Fall nicht an. Stehst du auf der Liste, Junge? Das ist Holmer Sosia, Wolkenspalter. Ah, hier. Ja, das Kerlchen steht auf der Liste. Gott, schaust du hässlich aus. Das bilde ich mir nicht ein, dass der Potten hässlich ist, oder? Steht da irgendjemand? Nein. Scheiße, Junge, du bist hässlich. Okay, er mag uns 71. Ich glaube, wir sind uns noch nicht vorgestellt worden, Fremdländer. Ich bin Alvilek. Wie kann ich euch helfen? Das ist ja viel zu einfach. Ah, okay, ich würde sagen, er ist tatsächlich genau das, wofür wir ihn gehalten haben. Jetzt wollen wir mal schauen. Ey, bleibst du wohl stehen? Oh. Das war einfach. Schon fast zu einfach. Und er hat auch noch... Ah, wobei, das Ding konnten wir mitnehmen. Den Rest kann er behalten. Müsste ja eigentlich... Jetzt habe ich den Auftrag gar nicht mehr im Kopf. So. In einer Höhle nördlich davon. Das müsste dann dieser... Eigentlich das Ding hier sein. Hoffe ich. Hallo ihr... drei anderen. Stirb! Gut, das ging jetzt schneller als erwartet. Gut, ich nehme ihn mal mit. Was bist du? Oh, gut, das ist... Ja, wir brauchen ganz dringend Gift neutralisieren. Und nein, brauchen wir nicht. Holzstab, das kannst du behalten. Was bist du? Schrott. Schrott, Schrott, Schrott. Ja. Noch mehr Schrott. Was haben die denn dabei? Das ist ja... Da! Ich wollte schon gerade sagen. Gekochte Netzschleder, okay. Gut, wir haben eine deutlich bessere Rüstung. Das brauchen wir alles nicht. Oh Gott. Scheißdreck. So. Schauen wir doch mal, was wir hier sonst haben. Gut. Ja, nein, nicht so wirklich. Ja, gut. Gucken, was wir hier oben haben. Vielleicht wenigstens ein bisschen was. Oder Alchemie-Zutaten. Nö. Aber hier hätten wir Glück wiederherstellen. Was soll's. So. Und hier ist sogar nur eine Drake drin. Es ist eine wahrlich riesige Mega-Ausbeute. Hier irgendein teures Zeug rumstehen? Nee. Nicht mal das. Wundervoll. Oh. Wahrscheinlich ist da auch nur irgendein Blödsinn drin, aber das ist jetzt egal. Wow. Ja. Das war jetzt klar. Kann man hier reingucken? Nö. Schade. Dann schauen wir mal weiter. Immerhin ist diese Höhle ja ein kleines Stückchen größer. Wir speichern auch mal zur Sicherheit. Schau mal auf die Karte. Ja, das Ding ist doch ein gutes Stückchen größer. Oh. So. Das war's mit zwei Schlachterfischen. Wir benutzen ganz flink mal einen... Trank. Ah, was ich auch noch sagen wollte. Das letzte Mal, wir hatten ja geguckt wegen Verzauberungen.
Und es ist tatsächlich so, die Originalversion hatte einen kleinen, in Anführungszeichen, Bug, weswegen es auch mit schlechteren Seelen funktioniert hat, aber wir brauchen tatsächlich goldene Heilige, damit wir dauerhafte Wirkung verzaubern können. Ja, das heißt, eigentlich bräuchten wir nur einen leeren Seelenstein, weil wir haben Rollen, mit denen wir die herzaubern können. Da ist die Frage, es gibt einige Ecken, wo die sein könnten, aber die müssen wir halt jetzt erstmal suchen gehen, ne? Ach, du heilige Scheiße, da geht's ganz schön tief runter. Schauen wir erstmal hier oben. Gibt's hier oben noch irgendwas? Ne, das ist das Normale. Gibt's oben noch was? Nein. Ja, liebe Leute, dann gucken wir doch mal, was hier unten ist. Außer, dass es extrem duster ist. Das ist eine Kiste. Ha! In den Ja, eine Falle ist da dran. Ja. Ja, gut, das ist teurer. Das hat sich jetzt ultra gelohnt. Na gut. Schauen noch mal mit Infravision. So. Na komm. Schaut sonst leer aus. Na gut. Tschüss da. Ist der ernsthaft ein einzelner Schädel? Wow. Wunderschön. So. Da oben ist auch nichts, ne? Nee. Gut. Dann gehen wir mal wieder nach Caldyra. Und. Ja. Die lassen wir hier einfach mal liegen. Dupdi-dupdi-du. Wir laufen zurück nach Caldyra. Dann suchen wir den Freund von unserem anderen Freund. Der Freund des Freundes eines Freundes. Ne? Aber zuerst machen wir noch hier den Nupsi. Na komm. Das hier wird doch wohl einen eigenen Nupsi auf der Karte haben, oder? Nein? Kein eigener Nupsi auf der Karte? Ist hier ganz schön leer. Ne, kein eigener Nupsi auf die Karte. Auf die Karte. Genau, kein Nupsi auf die Karte. Na gut. Da wir hier sonst später, glaube ich, eh nochmal einen Auftrag oder so haben. Im Laufe der Zeit. Schauen wir später nochmal vorbei. Jo. Kann auch nicht widerstehen. Das hat keiner gesehen. Du, di, du, di, du. So. Die Leichen dürfen die anderen wegräumen. Um genau zu sein, werden die da das restliche Spiel einfach liegen bleiben. So. Ach, da bist du. So. Ihr habt eine Seele gefangen. Schon wieder. Wenn die Nase juckt. So. Dann wollen wir doch mal schauen. Das Kerlchen war ja hier hinten irgendwo. Und da bei dem Baum war er. Das heißt, ich würde mal ganz kurz hier eine Markierung hinmachen. Gucken. Ah!
Für den Fall, dass wir den nachher noch suchen, dann wissen wir zumindest ungefähr, wo er steht. Was steht eigentlich in seiner Nachricht drin? Jetzt bin ich doch ein bisschen neugierig. Aha. Okay, ich habe das jetzt mal nicht vorgelesen. Ich bin auch etwas verwirrt, was er jetzt getan haben soll. Wir fragen am besten einfach mal. Wir ziehen aber vorher, weil Wache und so. Wir sind ein Niederer. Ziehen wir das Ding mal an. Laufen wir überhaupt noch in die richtige Richtung? Ja, gut. So, dann speichern wir einmal und dann schauen wir gleich auch mal. Jo. Da geht's rein. Und es wird schon wieder diesig. Meine Güte. So. Ach ja, Caldera ist eigentlich ein sehr knuffiges Käffchen. Oh ja, ein Käffchen. Käffchen wäre jetzt schön. Aber dann übersäuert mein Magen endgültig und dann wird mir wieder schlecht. Deswegen darf ich im Moment keinen Kaffee trinken. Das ist etwas gemein. Naja. Das Leben ist hart. So. Ich gehe mal davon aus, dass der oder die Ork hier drin... Bleibt in Bewegung. Habe ich da gerade auf der anderen Seite was gesehen? Tatsächlich. Warum steht die hier draußen? Was ist Aether Wellenbrecher, hi. Verzeiht, könnt ihr mir helfen? Ich wurde von ein paar skrupellosen Dieben bestohlen. Noch einer, okay. Ja, vor wenigen Stunden wurde ich ausgeraubt. Ich bin sicher, dass es die Gruppe war, die von dem Khajiit Drozir angeführt wird. Sie haben meinen gesamten Schmuck gestohlen. Doch am allerwichtigsten ist, sie haben zwei meiner Familienerbstücke. Die seit Jahren im Besitz meiner Familie waren. Wenn ihr sie mir zurückbringen könnt, werde ich euch mit Freuden ihr Gewicht in Gold zahlen. Ja, ausgezeichnet. Ich glaube, dass ihr Versteck irgendwo östlich von Caldera liegt, obwohl keine der dortigen Obrigkeiten in der Lage war, sie zu finden. Das überrascht mich jedoch nicht im Mindesten. Okay. Das markieren wir besser auch mal auf der Karte. Wenn man diese Funktion schon hat, ne? Kann man sie auch mal nutzen. So. Jetzt gehen wir aber erstmal den Quest für den Ork da fertig machen. Hier in der Nähe von Caldera sind ein paar Quests. Schon der dritte. Ich grüße euch. Ja? Zu wem sollen wir das bringen? Bashuk Grabat. Du bist nicht Bashuk, du bist auch nicht Bashuk. Viele gute Kämpfe wünsche ich. Abenteuer liegen jenseits der Städte. Okay. Mögen eure Gegner schnell und zahlreich fallen. Der ist noch nicht wieder da, gut. Vielleicht kann man hier nach... Okay, irgendeine Räuberbande, das ist aber... Hier kann man auch Ork fragen, okay. Ihr wünscht. Wir können die auch nicht nach... Ich grüße euch. Hier ist auch keiner, ne? Nee. Viele gute Kämpfe wünsche ich. Es gibt viele Kreaturen außerhalb der Städte.
Dass sie den nicht, ja, nicht fragen können nach den anderen? Mögen eure Gegner schnell und zahlreich fallen. Brauchen noch einen Ork, okay. Vielleicht haben die eine Ahnung. Na gut. Höhle östlich der Stadt. Gut, das, ja. Aber auch hier können wir... Bleibt in Bewegung. Nicht danach fragen. Bleibt in Bewegung. Shanks Hütte. Schauen wir da mal bei Shanks Hütte rein. Vielleicht ist der hier irgendwo. Nö, schaut auch schlecht aus. Wo ist denn das Kerlchen? Oder Frauchen. Ist hier die Bogentür? Ah. Auch nix. Zimmer verschlossen. Ist auch ein Zimmer, aber das ist, glaube ich, private Kämmerchen. Schaut aber sehr hübsch aus, muss man sagen. Jo. Gut. Hier ist der dir das schon mal nicht. Was ist das denn eigentlich für eine Tür? Das ist über Bogengang. Hi! Okay, gibt uns Ausbildung. Aha. Kann uns aber nicht anderweitig kennen. Dieser Geruch ist neu. Ja, wir kennen uns ja auch noch nicht. Shank, hallo. Gut. Auch nicht. Wir brauchen auch kein Bett oder so. Der hatte gerade eine komische Zucke. Seltsam. Bleibt in Bewegung. Wo könnte der sein? Das ist Shanks Hütte. Pfandleier. Das ist die Magiegilde. Roschavirs Haus. Kelbla. Oh. Hat ein eigenes Hütchen hier. Woher stammt ihr? So. Hi. Wir speichern. Ihr habt eine Nachricht von Bukroll für mich. Wo ist dieser Nano hingerannt? Hineingeraten. Er ist nicht so schlau wie ich, wisst ihr. Okay. Ja, der Bukroll immer in Schwierigkeiten. Aber ich, nein. Ich bin zu clever. Er guter Verstecker, aber ich noch besserer Finder. Ich finde ihn bei Baumfeld und Felsen und anderem Felsen. Kein Problem. Er fühlt sich besser, wenn ihr ihm diese Nachricht bringt. Wenn ihr ihn finden könnt, ich wette, ihr nicht so guter Finder wie ich. Nicht mal annähernd, wette ich. Aber können versuchen. Okay. Seid gegrüßt. Meine treue Freundin Bashuk. Ich habe eine letzte Notiz an Valvius geschickt. Ich werde wieder schreiben, wenn mir eine Antwort gibt. Bis dahin wartet bitte ab. Ich schätze, die Zeit des Handelns wird schon bald für euch anbrechen. Irgola von Kleier. Hier läuft doch irgendwas, oder? Gehen wir mal zum Pfandleier rüber? Bleibt in Bewegung. Hast du der Pfandleier? Ja. Gibt es hier einen Zettel, den man lesen kann? Okay. Schauen wir mal oben. Oh, ist abgesperrt. Kleines Geheimnis vielleicht? Nein. Kurzer Ratschlag? Jemand Bestimmtes? So, der erzählt uns jetzt was zu Rotwadonen. Dazu kannst du uns auch nichts erzählen. Na gut. Er steckt mit irgendetwas unter einer Decke, aber ich kann jetzt gerade leider nicht herausfinden, was. Was war das? Wir müssen oben raus. Was war das? Okay, irgendwo östlich ist die Frage, sollen wir dann auch gleich die andere Höhle suchen? Müsste ja hier irgendwo östlich sein. Schauen wir doch einfach mal.
Jo. Einmal quer fällt ein. Was sagt eigentlich die Notiz? Bleibt dort, wo ihr euch hinbegebt. Werdet euch nach euch Ausschau halten. Wer ist dieser törichte Angonia schon? Sagt nichts über das, von dem die Staatsväter wissen, dass wir es nicht getan haben. Es ist besser so. Psst. Okay. So, einmal geklotscht. Ob hier irgendwo eine Höhle ist? Können wir gleich mal gucken, ob hier vielleicht irgendwo in der Nähe eine Höhle ist. Das wäre nämlich super. Vielleicht da oben irgendwo? Oder das ist schon Bergwerksgesellschaft, das kann auch sein. Na gut, gehen wir erstmal zu unserem Kerlchen hier bei den Bäumen. Und fragen ihn vielleicht ein bisschen aus, was er angestellt hat. Ne? Maybe, maybe. Vielleicht sagt er uns ja was. Ich grüße euch. Hi. Hey, gut. Ihr habt ihr meine Nachricht gebracht. Sie wird helfen, ich schätze. Ich wollte euch Geschenk geben. Diamant. Hier ist euer Geschenk. Hehe, ich bin sicher, es wird euch gefallen. Es ist ein hübscher Stein. Dummer Held. Was? Okay. Tschüss. Ja, Nachricht entfernen. Oh. Das hier ist die eine Höhle, aber hier ist noch eine zweite. Die ist auch östlich. So genau in diese Richtung. Schauen wir da mal rein. Vielleicht ist das sogar gleich das Versteck, was wir haben wollen. Das wäre ja cool. Sind wir schon vorbeigedackelt dran. Sehr schön. So. Sobald wir davor stehen, geht's auch schon in die nächste Folge dann. Aber erstmal hier. Das schaut gar nicht so schlecht aus. Oh. Gut, das war jetzt etwas einfacher. Lass raten. Flapflapfiech? Ja, Flapflapfiech. So. Mal speichern. Komm runter. Psst. Yay. Ja, wir lassen Drachen fliegen. Juhu. Ja. Okay. Jetzt aber. Jetzt hat er richtig getriggert. Ich wollte gerade sagen, sonst warte ich bis zur nächsten Folge, bevor ich jetzt hier blöd noch rumlaufe. Ja, komm. Na, jetzt. Das hat funktioniert. So. Dann repariere ich gerade mal ganz kurz Zeug. So. Dann ziehe ich wieder den richtigen hier an. Dann speichere ich einmal. Dann schlafe ich zu selten. Blödes Vieh. Ah, gut. So, können wir irgendeinen Zaubergut gebrauchen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Wir werden es dann schon merken. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.